Mein Name ist Pascal Meiser und ich habe mal studiert, bin Diplom-Politikwissenschaftler und habe danach mich zum Gewerkschaftssekretär umschulen lassen. Ich komme aus dem wahrscheinlich schönsten, auf jeden Fall buntesten Wahlkreis der Republik, aus Friedrichshain, Kreuzberg, Prenzlauer Berg Ost. Na, ich habe zwei große Themen. Das eine ist das Thema Nummer eins in meinem Wahlkreis, das sind die explodierenden Mieten. Und ich will, dass wir in den nächsten 4 Jahren die Bundesregierung dazu bringen, tatsächlich dafür zu sorgen, dass ihr endlich die Rechte der Mieterinnen und Mieter stärkt. Und das Zweite ist, ich will, dass wir endlich wieder dafür sorgen, dass, wenn man hart arbeitet, auch dafür einen guten Lohn bekommt, sich und seiner Familie ein gutes Leben gönnen kann. Dafür will ich mich persönlich einsetzen. Naja, ich hoffe, dass wir tatsächlich sagen können, nach 4 Jahren, wir haben für die Menschen was erreicht. Insbesondere natürlich ich als Abgeordneter aus Friedrichshain-Kreuzberg, Prenzlauer Berg Ost sagen kann, tatsächlich wir haben was erreicht, dass wir auch tatsächlich die Rechte der Mieter und Mieter gestärkt haben, dass wir dafür gesorgt haben, dass die Menschen auch für ihre Arbeit auch ordentliches Geld bekommen. Das wird mit der neuen Bundesregierung nicht so einfach. Ich mache mir da große Sorgen, muss ich sagen, wenn ich mir die Konstellation anschaue. Aber wir werden als soziale Oppositionsführer auch tatsächlich sie treiben. Und da will ich mich mit aller meiner Kraft beteiligen. Naja gut, ich bin ja jetzt neu gewählt worden. Mal schauen, welche Macken ich in 4 Jahren habe, nach 4 Jahren Bundestag. Habe mir ja auch sagen lassen, dass der Bundestag eher dafür sorgt, dass die Macken bei den Leuten ein bisschen größer werden. Ich hoffe, bei mir hält sich das in Grenzen. Aber was die Frage angeht, wie man eigentlich sich fit hält. Ich bin Fußballer. Ich hoffe, dass ich das trotz fortgeschrittenen Alters auch noch weiter sein kann. Ich spiele in der Altliga hier in Berlin Fußball mit meinen Jungs von Hansa 07 und das will ich weitermachen. Und ich glaube, es ist auch eine gute Geschichte, um sich fit zu halten für den Politikbetrieb, um auch zu zeigen, hey, man hat Ausdauer, man bleibt an den Sachen dran, man ist bissig. All das bin ich auf dem Platz. Ich hoffe, ich bin es auch hier im Bundestag.